15 Pieces von Mani bei mir im Schrank. Ja, ich. Gerade wurde schon danach gefragt. Ja, am Wochenende, beziehungsweise Freitag, Samstag, deswegen ist ja auch der Stream am Freitag ausgefallen, hat das ADR-Shooting stattgefunden. Es ist sehr, sehr gut abgelaufen. Ich habe auch schon die Bilder gesehen. Ich kann euch einfach sprechen, die Shop-Bilder sind bis jetzt mit Abstand die nicesten, die wir jemals gemacht haben. Wann das dazugehörige Video, also die Fashion Show online kommen wird, das werdet ihr, und das erfahrt ihr jetzt hier als Twitch-Gang natürlich als erstes, werdet ihr morgen auf der ADR-Seite erfahren. Wird quasi hier ein Post online gehen, der euch verrät, wann das Video online kommt. Und schlaue Füchse unter euch wissen natürlich auch dann, weil das eigentlich immer derselbe Ablauf ist, traditionell natürlich, wann die Kollektion online kommen wird. Wichtig und richtige Infos hier an der Stelle. Ja? Ich würde sagen, wir rücken wieder aus. Ich habe hier gerade einen Notruf gekriegt in der Zentrale. Wir müssen einmal hier zu diesem Einsatz. By the way, Freunde, super random. Ich wurde einfach am Freitag aus dem Verkehr gezogen. Einfach von der Polizei angehalten worden, ja. Um 10 Uhr morgens oder so. Super random. Und auch wirklich so ultra random, dass die einfach gefragt, die haben mich rechts rangewunken. Meinten, hey, bitte anhalten. Ich dachte jetzt schon, ey, jetzt gibt's einen hinter die Ohren. Wollten safe den Audi anschauen. Bro, war noch nicht mal, war mit Chris. War nicht mit Ricky, war mit Chris. Ich war gerade unterwegs zum ADR-Shooting und alle Sachen waren in der C-Klasse hinten drin. Deswegen bin ich nicht mit Ricky gefahren, weil Ricky hat etwas Platzmangel. Aber ich wurde rausgezogen. Die wollten Führerschein, Fahrzeugpapiere sehen und haben mich einfach gefragt, ob ich Bahnweste, Bahndreieck und Verbandskasten dabei habe. Dann habe ich dir das gezeigt und ich durfte weiterfahren. Bro, what the fuck? Lass mich doch einfach in Frieden. Kann daran liegen, dass ich, sie waren hinter mir und ich bin über die Ampel gefahren, so gut halt beim Vorbeifahren gelb. So, aber ich konnte nicht mehr abbremsen. So dicken Zehner, wenn ich dann eine Vollbremse hinlege und dann mitten auf der Straße stehen bleibe. Kann sein, dass es deswegen war, aber I don't know. Einfach Schikane, würde Flair sagen. Egal, ey, wir sliden in das LPU von Justin rein. Ist am Samstag online gekommen. Mein letztes Farfetch-Pack-Opening. Warum aber? Warum letztes Farfetch-Pack-Opening? Sagt er das in dem Video? Farfetch gönnt doch immer. Bin gespannt. Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute gibt's... Justin mit neuer Frise, oder was? Mal nach langer Abstinenz mal wieder ein Farfetch-Fashion-Pack-Opening. Allerdings, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel entnehmen konntet... Diesmal ein bisschen länger oben. Das letzte Farfetch-Fashion-Pack-Opening. Warum? Und zwar habe ich mit Farfetch jetzt... Ist das schon ein Jahr oder über ein Jahr zusammengearbeitet? Als erstes deutsches Testimonial, glaube ich sogar. Und wir waren beidseitig immer sehr, sehr zufrieden. Jetzt habe ich mir gedacht, ey, ich bin im Moment sowieso nicht ganz so aktiv auf YouTube. Jetzt bin ich mal gespannt, was er für einen Grund heranführt, warum er nicht mehr mit Farfetch zusammenarbeitet. Weil ich sage euch ehrlich, so aus Creator-Sicht, wenn man das so nennen kann, ist natürlich so ein Farfetch-Shop das Niceste, was du haben kannst. Weil erstens... ist es auch der Shop, wo wir ohnehin eigentlich, also nicht zu 100%, aber schon sehr, sehr häufig unterwegs waren. Das heißt, das ist einfach so eine Win-Win-Situation für alle. Ich als Creator-Sicht habe einfach die Opportunity, da nice Content zu erstellen. Und ihr als Zuschauer habt einfach so euren Lieblings-Content, nämlich wir gehen shoppen, wisst ihr, wie ich meine? Plus Farfetch profitiert davon. Deswegen, I don't know. Sich auf Krampf jeden Monat unter Druck was aussuchen zu müssen, ist dann auch immer ein bisschen schwer. Und man, wenn man etwas nicht braucht, dann muss man es sich ja auch nicht aussuchen, so sag ich mal. Ich bin sowieso aktuell überhäuft von meinen eigenen Klamotten, weil Nevada-Kollektion rauskam, Ross 4. Ne? Und deswegen bin ich ja etwas bedient und mein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten. Deswegen, falls sich das wieder ändern sollte, kann man das nochmal angehen. Okay, krass. Aha. Okay, mein Notfalls kann man ja auch Sachen verkaufen, sagt Messi Pelt. Wir fangen an mit Piece Nummer 1. Es sind dieses Mal etwas weniger Sachen als sonst, dafür etwas teurere Sachen. Aber das könnt ihr jetzt selbst sehen. Wisst ihr, was ich aber nice finde, Chat? Mittlerweile haben ja einige Leute diesen Farfetch-Stil. Wir haben gerade noch bei Kelly vorbeigeguckt. Ich finde es aber interessant zu sehen, dass diese Geschmäcker schon sehr, sehr krass auseinandergehen. Ja, zum Beispiel, wir haben bei Kelly Sachen gesehen, die würde ich mir niemals ziehen. Wir sehen bei Justin Sachen, die würde ich mir auch niemals ziehen. Und umgekehrt genauso, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ist schon nice,
dass auch erstens das Farfetch überhaupt so eine große Auswahl hat, aber auch zu sehen, dass Leute einfach sich ganz andere Sachen rauspicken, obwohl man dieselbe Auswahl hat, wisst ihr, wie ich meine? Hab mir aber jetzt so eine, ja, was ist das, so eine Übergangsjacke geholt, wie sich das für die jetzige Zeit gehört. Super crazy hier mit so einem North Face-mäßigen Logo. Nur halt steht da The Ready Made mit so einem olivgrünen gewellten Muster hier drauf. Dann hier unten nochmal ein anderer. Oh, ich will gar nicht wissen. Ich will gar nicht wissen, wie teuer diese Jacke ist. Ready Made, so sündhaft teuer. Es ist krank. Leider out of stock, deswegen kann ich leider nicht sehen, wie teuer die ist. Ich will das mal so spontan sagen. 1,2, 1,3. Hier ist die in Schwarz, Freunde. Kostet einfach 1,7. Boah. Ich sag ganz ehrlich, für das Geld niemals. Guckt euch meine Jacke an, die ich mir von GmbH gezogen habe auf dem Hauptkanal. Da seht ihr das Farfetch LPU. Und das ist ja eine ähnliche Jacke. So, nicht ganz, aber so vom Konzept her. So, man zieht diese Jacke und meine in ähnlichen Situationen an. Und ich finde meine einiges wilder, um ehrlich zu sein. Bisschen so ganz dünnes Fleece ist. Ja, fast schon so Nicky-mäßig, sage ich jetzt mal. Da hat es hier noch so ein Patch auf der Seite und ihr seht es natürlich auch, wie es an mir fittet. Preislich lag der ganze Lachs bei 1.100 Euro. Okay, 1.100 Euro. Sehr, sehr krass. Ready Made Japan. Ja, eine sehr nice Marke, die ultra viel coole Sachen haben, aber halt einfach schweineteuer sind. Ja, Bruder Justin sagt es gerade. Kackenöde Preise haben die wirklich kackenöde, kriege ich direkt instant Sodbrennen, wenn ich an die Preise denke. No joke, aber die haben schon wilde Sachen. Ich sag ehrlich, so eine Bag wäre schon wild, die hier. Sieht halt low-key aus, als würde man da drin irgendwie Sprengstoff transportieren. Aber Freunde, 6.000 Euro, also wirklich jenseits von gut und böse. Bevor wir mit den anderen Klamotten weitermachen, bleiben wir erstmal noch bei Readymade. Ich habe mir ein weiteres Accessoire geholt, ein Wohnaccessoire, und zwar ein... Also zwar haben die auch krass. Kissen. Wir haben hier ein... Kissen ist wild! Readymade. Kissen ist no joke wild, aber wird halt auch wieder ein Taui kosten. Kissen, was aus so einem filzmäßigen Stoff ist, fast schon so kurz geschoben. Ich weiß nicht warum, aber das Ready, ja, das Y hier von Ready, erinnert mich, na, wer kommt drauf, Chat? Wer kommt drauf? Vergleiche Pad hier unterwegs wieder. Erinnert mich einfach. Freunde, einfach Alki-Pad oder was? Erinnert mich irgendwie an Jägermeister. Einfach Jägermeister am Start oder was? Warum erinnert mich das an Jägermeister aber? Einfach nichts damit zu tun. einfach Jägermeister Promo-Kissen geschenkt gekriegt, weil zu viel Konsum von Jägermeister oder was? Ja, ich weiß gar nicht. Kaufe 10 Jägermeister und krieg dieses T-Shirt, dieses Kissen umsonst. Zusammensetzung ist, kann man, steht das hier drauf? Vintage Wool, also Wolle. Und wie geil sieht das bitte aus? Das hier so heftig auf die Couch. Nicht schlecht. Ready-made in so einem College-mäßigen Logo, dadurch, dass hier unten dieses E noch so... Wildes Kissen, aber was kostet das? Es kostet locker ein Taui. Ja, als hätte ich es gewusst, Freunde. Als hätte ich es gewusst. Boah. Warum ist der Lachs so teuer, wirklich? Als drittes kommen wir zu etwas Bekanntem. Und zwar habe ich in einem der vorherigen Fashion Pack Openings eine blaue Jeans von Martin Rose gezeigt, die ein All-Over-Air-Muster hat. Das Ganze haben wir jetzt hier auch nochmal, aber in dunkelgrau bzw. washed schwarz. Gibt es nicht viel zu sagen. Jesus, nice. Eine Martin Rose Jeans. Fittet cool. Mit einem relativ lockeren. Ist jetzt nichts vielleicht, was ich mitziehen würde, aber... Für Justin sein Style absolut, absolut treffend und passend. Ihr seht hier auch natürlich eingeblendet und überall dieses, ja, Air-Logo, was auf der einen Seite für Copyright steht, aber wahrscheinlich auch für Rose von Martin Rose. Als nächstes eine kleine 2-in-1-Aktion. Wo und wie das Kissen gerade. Das ist was, ihr seht es schon. Kith steht hier drauf. Wir haben uns mal wieder Bearbricks geholt. Und zwar sind das Kith Bearbricks. Boah, mit so einem Samtüberzug, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ich dachte, die wären so glatt. Das ist ja richtig nice. Ja, halt einfach Wohnaccessoires. Wer Bearbricks nicht kennt, ich habe ein 200, das hier ist 400%, also von der Größe her. Dann habe ich noch einen aus Glas, 200% von Baccarat X Bearbrick. Das hier ist halt Keith Bearbrick, 400 und 100%. Gut, der hier ein bisschen schwer irgendwo hinzustellen, weil der, glaube ich, ein bisschen untergeht. Bisschen auf Playmobil angelehnt, wo was? Geht. Dann habe ich einen Van Gogh Bearbrick 1000%, also der ist, boah, 1000 ist wild, sag ich mal, so groß. Und ich glaube, eine Kors-Figur habe ich noch. Habe ich noch einen Bearbrick? Nee, ich glaube, das war's. Ja, ist so ein kleines Collectors-Ding. Finde ich nice. Finde ich nice. In eine cool eingerichtete Wohnung kommt es auf jeden Fall nice. Ich würde nicht so viele davon haben. Es gibt so Typen, die haben dann so 5 aneinandergereiht, lost, aber so leichte Hints, Details-mäßig. Ich würde so bei 1, 2 lassen. Ja?
kann clean kommen. Ganz wertstabil, habe ich mir sagen lassen. Aber ich finde, das sieht auch irgendwie cool aus, vor allem wenn da hier oben so Kit draufsteht. Ist eine geile Sache und da habe ich gedacht, hole ich mir den auch. Also heute mal ein bisschen Schnickschnack mit eingekauft. So, als nächstes haben wir was, wo ich gar nicht mehr weiß, was es war. Jetzt weiß ich es aber wieder. Es ist ein Marni-Trikot sozusagen. Ihr wisst, der Marni-Dorn hat wieder zugeschlagen. Wahrscheinlich schon 10, 15 Pieces von Marni bei mir im Schrank. Ja, ich finde, das sieht super nice aus. Wir haben hier einfach Bademeister geworden, oder was? Ein Polo-Shirt sozusagen mit Karo-Muster, blau, dunkelblau. Nee, Bro. Mit kurzen Ärmeln und sozusagen in der Trikot-Optik. Dann haben wir hier Marni draufstehen. Das ist so eingewebt in so einem dunklen Beige. Gefällt mir sehr, sehr gut und ich bin auch gespannt, wie es fitten wird. Gar nicht meins. Aber guck mal, ich bin auch ehrlich zu euch, diese ganzen Trikot, egal ob von Marni, egal, zu 99% bin ich da raus. Zu 99% bin ich einfach raus. Und zu guter Letzt haben wir, das sieht nach Bottega aus. Was war da nochmal drin? Ah, ein Cardholder, stimmt. Ich habe ja diesen Bottega Grün Cardholder, hatte aber mal Bock auf Abwechslung, also auf was anderes und habe mir den nochmal in Creme geholt. Cardholder sind nice. Die sieht ja wirklich super, super. Das Nice bei Bottega Veneta Cardholder ist, dass die kein Branding haben, aber dennoch für sich sprechen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist cool. Super nice aus unten. Preislich weiß ich gar nicht, was die kosten. Also wildes Ding. Check mal kurz ab, wo die Preise liegen. Bestimmt so 300, 400 Euro. Also auch nichts wirklich günstiges, to be honest. Ja, 290 Ocken. Gut. Ich finde die Farbe auch nice. Aber Ding. Ich glaube, ich hätte mir den so in einem Orange geholt oder so. Ich glaube, das ist dein letztes Piece, oder was? Mit diesem geflochtenen, ohne Branding drauf. Wir sind tatsächlich auch gerade welche für die Raws am entwickeln, aber... Okay, schwächstes Pickup, sag ich euch ehrlich. Dieses Marni-Trikot. Also Marni ist eh eine Brand, wo man auch immer genau hingucken muss, ob es jetzt nice oder wack ist. Also Marni ist nicht alles nice. Ist echt, echt, echt. Die haben auch sehr, sehr schwierige Pieces. No joke, die haben auch super schwierige Sachen am Start. Die machen aber auch, muss man auch fairerweise sagen, viel Stuff. Also ähnlich wie Magella, die haben teilweise eine große, große Auswahl. So keine Brand, wo jetzt irgendwie nur 20, 30 Pieces irgendwie pro Kollektion oder so rauskommen, weil die haben schon eine sehr, sehr viel, also eine sehr, sehr hohe Bandbreite. Aber das gefällt mir gar nicht. Dürfte ich mir ein Piece graben, was ich mir ziehen würde. Ich sag ehrlich, dann wäre das wahrscheinlich das Kissen, das Jägermeister-Kissen. Das kommt knackig.